Wer auf der Strasse mit einem Pelz rumläuft, der braucht ein dickes Fell. Immer mehr Leute sagen dem blutigen Geschäft den Kampf an. Darf man noch mit einem guten Gewissen mit einem Fell oder Pelz oder Kleider rumlaufen? Die Organisatoren des Fellimärts Zursee scheint die ganze ethische Diskussion nicht zu interessieren. Wie jedes Jahr am Dienstag vor dem schmutzigen Donnerstag haben auch sie heute ihre schönsten Fälle ausgepackt. Tote Füchse, Wildschwein, Hirsche und vieles mehr. Am alljährlichen Fellimärt gibt es viel Pelziges zu bestaunen. Dagegen gibt es auch immer wieder Widerstände. Im Vorhinein hat es geheissen, es könnte zu einer unbewilligten Demonstration vor dem Fellimärt kommen. Der Präsident des Fellimärt, Guido Roos, hat auch schon gehört, dass Jäger von Kritikern gestört werden. Trotzdem sagt er: Wir leben in einer Gesellschaft, in der man verschiedene Meinungen hat und darf haben. So kann man auch das anders anschauen mit Umgang mit Tieren oder Tieren töten. Und wenn es da Leute hat, die demonstrieren wollen, dann wollen die ein Recht für unsere Demokratie wahrnehmen. Und die sollen das in Ruhe und Frieden machen. Wir begegnen ihnen auch so. Begegnen. Und das ist für uns okay so. Am Fellimärt ist heute niemand demonstrieren. Dafür hat es aber schon am frühen Morgen, auch in Sursee, eine bewilligte Demo gegeben vor dem Schlachthof Frischfleisch. Die Organisation Lucerne Animal Safe will den Tieren ein Gesicht geben. Anke Hauenschild sagt, sie sind da für die Tiere. Lucerne Animal Safe hat sich zum Ziel gesetzt, die Tiere aus der Anonymität zu holen, das öffentlich zu machen, das Schlachten, weil viel zu viele Tiere tagtäglich geschlachtet werden. Und wir möchten die Leute darüber informieren. Wir stehen da mit Plakaten, wo wir darauf aufmerksam machen. Die friedlichen Demonstranten warten vor der Frischfleisch-AG auf die Lastwagen mit den Tieren. Urs Kunz, Eigentümer und Geschäftsführer der Frischfleisch-AG, kann die Leute sogar ein bisschen verstehen. Ich bin in dem Sinne liberal. Also wenn einer gerne Fleisch hat, dann hat er gerne Fleisch. Wenn er nicht gerne Fleisch hat oder nicht will Fleisch essen, aus verschiedenen Gründen, ist das für mich auch richtig. Da habe ich kein Problem. Ich habe mehr Probleme, wenn man diesen Leuten etwas vorschreibt, wie wenn sie halt gerne Fleisch hat, dass man dann sagt, sie sollten nicht mehr gerne Fleisch haben. Das finde ich dann eher ein bisschen witzig, aber weil wir müssen tolerant sein und die Toleranz auf der anderen Seite ist gering. Zurück am Fellimärt werden viele Fellprachtstücke bestaunet und das auch mit gutem Gewissen. Trotz der Kritik und der Widerstand, die es ab und zu gibt, sagen die Jäger ganz klar: Wir haben nichts mit Import zu tun von Fälle, wir haben nichts mit Fleischschlachtungen zu tun und so weiter, sondern wir sind Jäger. Und wir verwerten unser Fleisch selber, wir verwerten unsere Fälle selber. Und so hat man heute, an dem alljährlichen wichtigen Jägersonntag vor dem schmutzigen Donnerstag, noch den ganzen Tag gesellig weitergefeiert.